Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Freunde. Schuldnereintrag habe ich keine. Parteimitgliedschaft hatte ich mal 4-5 Jahre CDU, nachdem Kohl abgewählt war oder nicht mehr gewählt wurde, und bin dann ausgetreten aus der CDU, als die Frau Merkel die erste rot-schwarze Koalition gemacht hat, weil der Koalitionsvertrag komplett das Gegenteil von dem war, was eigentlich im Wahlkampf dann dargestellt wurde. Normalerweise habe ich bei meinen Vorträgen, habe ich irgendwas vergessen, was noch an Normalitäten sind? Normalerweise habe ich so 1,5 Stunden Zeit, wenn ich einen Vortrag halte. Hier habe ich nur 7 Minuten. Tatsache ist, dass ich seit 2013 täglich rund 14 Stunden arbeite für die AfD, weil ich Privatier bin, und das sind ungefähr 20.000 Arbeitsstunden in dieser Zeit. Ich bin ja einer der Gründungsmitglieder der Alternative für Deutschland. In diesen 4 Jahren bin ich ca. 140.000 Kilometer auf eigene Kosten durch ganz Deutschland gefahren, weil ich eben diese Vortragsveranstaltungen, weit über 100 Vortragsveranstaltungen gehalten habe. Vorträge halten, mit Menschen über das Politische zu reden, das ist das, was mich am meisten interessiert. Das ist das, was ich in der AfD am liebsten mache. Aber wir brauchen in der AfD, und das haben wir bei Scott noch nicht, ein politisch-philosophisches Fundament, dass wir uns ganz genau identifizieren, wo wir eigentlich stehen. Dann würden wir nämlich diese Auseinandersetzungen gar nicht permanent haben. Dafür arbeite ich auch. Meine Damen und Herren, es reicht nicht, permanent zu rufen, Frau Merkel muss weg. Klar muss die weg. Aber das reicht nicht. Es reicht auch nicht zu sagen, der Euro ist ein missglücktes Währungsexperiment. Es reicht auch nicht zu sagen, der ganze Gender-Scheiß soll weggebracht werden. Wir müssen auch an das Tiefgründige des Politischen, der aktuellen Verwüstungen unserer Politik in unserer Gesellschaft erkennen und benennen. Meine Damen und Herren, ich hätte Sie jetzt auch anders begrüßen können. Ich hätte auch sagen können, liebe schon länger hier Lebenden. Merken Sie was? Diese Sprachverhunzung unserer Bundeskanzlerin zeigt doch ganz beispielhaft, worum es geht. Nämlich die Distanzierung unserer politisch Hochmögenden von uns, dem gemeinen Volk. Eine rationale Politik hat immer die Interessen der Bürger im Auge zu halten. Doch was erleben wir hier in Deutschland? Die Politik überbietet sich unentwegt im Irrationalen. Sie hypermoralisiert die politischen Entscheidungen. Sie sagt uns, Zuwanderung müsse aus Barmherzigkeit akzeptiert werden, auch wenn diese Zuwanderer in der Mehrzahl, klar, rechtswidrig hier in unsere Gesellschaft und in unsere Sozialsysteme einbrechen. In Wirklichkeit ist es nämlich eine humanitär kaschierte Selbstzerstörung unserer Kultur. Fast könnte man den Eindruck gewinnen, alles, wirklich alles geschieht in diesem Land im politischen Raum nur noch unter einem Aspekt, die Zerstörung Deutschlands, der Zerstörung der nationalen Identität, der Zerstörung des eigenen. Deutschland verrecke! Deutschland, du mieses Stück Scheiße! We love Volkstod. Das sagen unsere rohen, grünen, linksextremen Jungidealisten. Und was sagt unsere Bundeskanzlerin auf dem Kirchentag 2009? Sie sagt, wer die neue Weltordnung haben will, kommt nicht umhin, Teile der Souveränität aufzugeben. Meine Damen und Herren, merken Sie was? Das ist ziemlich nahe beieinander. Die einen wollen also das Ende unserer nationalen Verfasstheit und streben eine sozialistische und anationale Gesellschaft an. Und die Frau Merkel befürwortet eine neue, internationalistisch, globalistisch organisierte Gesellschaft. Mit Deutschland hat das nichts zu tun. Das ist doch sehr ähnlich, meine Damen und Herren. Aber das Gemeinsame dabei ist auch, oben soll immer das maßgebende Establishment sein und unten das beherrschte Volk. Wir Bürger sollen also nicht mehr der Souverän sein, sondern allenfalls Systemsklaven. Unterworfene Bürger, die keine Herrschaftsrechte mehr haben sollen, aber Funktionspflichten erfüllen sollen. Und diese Verwüstungen in unserer Demokratie, meine Damen und Herren, in unserer Gesellschaft sind ausnahmslos die Folge einer seit Jahrzehnten währenden linksideologischen Indoktrination in unserer Gesellschaft. Das ist ein gesellschaftliches Gift,
welches die Architektur unseres Staatswesens massiv und existenziell bedroht. Und die strukturell immer noch freiheitlich konservativen Menschen in unserem Lande hat es jahrzehntelang geschehen lassen. Auch schon Helmut Kohl hat es erkannt, als er in den 80ern von der dringend notwendig geistig-moralischen Wende sprach. Das hat er nämlich gemeint. Auch Franz Josef Strauß, der 76 sagte, dass man die roten possierlichen Nagetiere doch besser in ihre unterirdischen Behausungen treiben sollte. Er hat es ein bisschen anders gesagt, aber damals war die Knute der Political Correctness noch nicht so stark. Er hat nämlich von Ratten gesprochen. Wir lassen es also zu, dass hier in unserem Land das Chaos, die Barbarei und die Dysfunktionalität einer neuen dritten Welt entsteht. Wir schaffen es seit Jahrzehnten nicht, die links, rot, grün, schwarze, sozialistische Versiffung unseres Gemeinwesens zu beenden. Das Paradoxon, meine Damen und Herren, der Demokratie besteht darin, dass man mit den Mitteln der Demokratie die Demokratie abschaffen kann, zerstören kann oder schädigen kann. Schwarz, Rot, Gold sind die Farben unseres Landes. Und ich sage Ihnen, Schwarz, Rot, Grün sind die Farben derjenigen, die es zerstören werden. Wir, die Alternative für Deutschland, sind die bürgerlich-konservative und freiheitliche Avantgarde, die den durch die Institutionen marschierten 68er endlich die Zügel aus der Hand nehmen müssen. Wir sind systemgenetisch eine rechte Partei. Rechts bedeutet nämlich Eigenverantwortlichkeit, Leistungsbereitschaft, Freiheitlichkeit, Selbstbestimmung und Persönlichkeit des Individuums. Und ich würde gerne für Sie an vorderer Stelle diese politischen Botschaften, auch die Besprechung des Meta-Ebene für Sie als Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen wahrnehmen. Dankeschön, meine Damen und Herren. Dann gibt es auch hier die Möglichkeit, bis zu 5 Fragen an den Kandidaten Renner zu stellen. Die erste Frage haben wir dort vorne. Bitte schön. Wir müssen einmal den kleinen Knopf, ja. Herr Renner, ich war ja sehr angetan von Ihren Worten hier. Meine Frage ist aber, wie stehen Sie eigentlich jetzt zu den Vorkommnissen letztens in Dresden mit Herrn Höcke, der doch eine sehr große Unruhe geschaffen hat und wo wir also erhebliche Probleme mit haben. Ich weiß zwar nicht ganz genau in der Vielschichtigkeit dieser Problematik, was Sie jetzt tatsächlich von mir hören wollen. Ich sage Ihnen eins, die angesprochenen Themen damals in dieser Rede, die mache ich seit 4 Jahren genauso, die Themen. Aber ich sage es ganz anders, ich muss doch nicht permanent diese UFO-Wochenschau-Intonation haben. Aber die Themen sind richtig. Und die Themen, da gibt es nicht den idealen Zeitpunkt dafür, denn diese Themen lässt man uns nicht besprechen. Und ich sage Ihnen, diese Schuldkult-Hypermoralisierung, die instrumentalisiert wird, um bestimmte politische Entwicklungen und Entscheidungen zu rechtfertigen, gegen die müssen wir angehen und da wird es nie den richtigen Zeitpunkt gehen, weil die Sittenwächter der Political Correctness darf es niemals zulassen. Haben wir die Frage Nummer 2, bitte. Ja, Dr. Daniel Zerbin, Kreisverband Recklinghausen. Herr Renner, ich habe eine Frage zum Thema Islam. Wo sehen Sie den Unterschied zwischen Islam und Islamismus? Dankeschön, diese Frage ist sehr interessant. Ich habe mich 30 Jahre nebenher natürlich auch theologisch mit dem Islam beschäftigt. Der Islam und Islamismus ist eine Chimäre. Es geht nicht ein Unterschied, Islamismus und Islam. Und ich sage Ihnen eins, der Islam, nicht Islamismus, ist eine Denkhaltung,
ein Staatsprinzip, welches mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die die Idee der Freiheit des Menschen, was im Übrigen eine christliche Idee ist, nicht kompatibel ist mit der Unterwerfungsideologie des Islams, denn das ist eine theokratische Ideologie, die die Unterwerfung des Einzelnen, aber nicht die individuelle Freiheit des Einzelnen befürwortet. Ich sage Ihnen zusätzlich noch, wenn ich die Zeit noch habe, Faschismus, Kommunismus, die Geiseln unserer Zivilisation, wird zurzeit ergänzt durch Islam. Das heißt, das sind die drei... Die Zeit ist um. Ja. Vielen Dank. Wir haben dann... Dann die Frage Nummer 3. Krämer, Kreisverband Köln. Herr Renner, Sie haben sehr philosophisch gesprochen, aber Politik ist ja auch real. Habe ich das? Realpolitik. Und eine wichtige Sache in der Bundestagsfraktion wird ja auch die Teamfähigkeit sein. Und wer sagt mir, dass die Probleme im Landesvorstand nicht in die Bundestagsfraktion gebracht werden, weil Sie zweifelsohne haben sich ja mit dem Landesvorstand zerlegt, den Rest. Ja. Teamfähigkeit, ja. Ich beschäftige mich, weil ich bin Unternehmer und wir haben natürlich immer auch mit unserem Team 20, 25 Leute Kommunikationskonzepte und Strategien für große Konzerne entwickelt. Wissen Sie, das ist auch so ein bisschen ein Wieselwort, Teamfähigkeit. Teamfähigkeit wird häufig missverkannt als Unterordnung der Einzelnen. Und ich sage Ihnen, die Übernahme von Verantwortung kann manchmal so sein, dass man eben einer anderen Auffassung ist und dann versucht man, diese andere Auffassung durchzusetzen. Ich halte mich für sehr teamfähig. Wir haben im Landesvorstand von 300 Entscheidungen bestimmt 270 Entscheidungen einstimmig oder gleichstimmig gemacht. Ein paar unterschiedliche Beschlüsse haben wir durchaus hingebracht, aber das sind für mich keine Signale für nicht vorhandene Teamfähigkeiten. Ich habe halt eine eigene Meinung und ich versuche diese Meinung zu einer Mehrheitsmeinung zu machen. Das ist das Wesen des Politischen, meine Damen und Herren. Ich werde sehr oft beschimpft als AfDler, trotzdem versuche ich das zur Mehrheitsmeinung zu machen. Die Zeit ist um. Wir haben zuerst, ich glaube, wir standen zuerst dran und dann machen wir dort drüben weiter. Frage Nummer 4. Mikrofon, genau. So. Hauptarbeit im Bundestag wird ja in den Ausschüssen geleistet. Deswegen meine Frage an Sie, für welchen Bundestagsausschuss käme für Sie in Frage? Also ich sehe mich, Dankeschön, die Frage ist gut, ich sehe mich als politischen Universalisten. Ja, ist so. Habe aber natürlich bestimmte Kriterien, auf die ich gerne und mit Vergnügen eingehe. Das ist Europapolitik, das ist Außenpolitik und Sicherheitspolitik. Und in diesen drei Feldern wird sich dann möglicherweise dann auch eine Verwendung ergeben. Aber ich sage Ihnen, meine Funktion als dann potenzieller Abgeordneter sehe ich eher in der politischen Ertüchtigung der Konservativen, die wir endlich aus diesem linken Ghetto am Nasenring durch die Manege wieder an die richtig rechte Position zurückgenommen haben. Vielen Dank. Und dann haben wir noch die Frage Nummer 5. Schulze, Märkischer Kreis. Martin, wir sind ja mal als Partei gestartet, die gegen dieses Euro-Chaos vorgehen möchte. Wie würdest du den größtenteils ahnungslosen Menschen, die du dort dann in Berlin treffen würdest, in einer Minute das Euro-Dilemma erklären und wo das Dilemma oder dieses Euro-Experiment irgendwann mal endet? Gut, danke schön. Dieses missglückte Währungsexperiment Euro ist gar nicht in erster Linie ein wirtschaftliches Währungsexperiment gewesen, sondern es ist im Grunde eine vorgängige politische Vorfestlegung gewesen im Hinblick auf die Vereinigten Staaten von Europa. Da man das aber nicht hinbekommen hat, hat man einfach gesagt, wir machen den Euro. Die Probleme des Euros werden so groß werden, dass dann irgendwann die Leute vielleicht denken können, jetzt macht es vielleicht doch Sinn, zu einem gemeinsamen Europa zusammenzukommen. Und was die Probleme da sind, die Leute arbeiten 40 Jahre, schuften,
erwirtschaften sich ein kleines Sparvermögen und durch diese Wahnsinnsentscheidungen der EZB können Sie heute sehen, dass innerhalb von Monaten und Jahren dieses Angesparte für Ihr Alter wirklich perdu ist. Und die können dann, wenn sie 60, 70 sind, nicht nochmal anfangen zu schuften. Das so in etwa, dann könnte ich noch 2 Stunden über Tage 2 reden, aber das macht ja jetzt keinen Sinn. Vielen Dank. Vielen Dank an den Kandidaten Renner. Wir sind auch hier am Ende der Dankeschön Fragen angekommen. Dankeschön für Werbe um Ihr Vertrauen. Dankeschön. Gegeben worden 355 Wahlzettel. Ungültig 0. Ja. Enthaltung 1. Nein-Stimmen 8. Auf Herrn Kai Gottschalk entfielen... Nein. Das Quorum beträgt... 355 minus der einen Nein-Stimme sind 354, geteilt durch 2, nach oben aufgerundet, sind das 178 zu erreichende Stimmen. Es haben erreicht Herr Kai Gottschalk 167 Stimmen und es hat erreicht Herr Martin Renner 179 Stimmen. Darf ich ein bisschen was sagen? Herr Renner, dann darf ich Sie fragen, ob Sie die Wahl denn auch annehmen. Ja, die Wahl nehme ich sehr gerne an. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Ich wäre ja auch bekloppt, wenn nicht, bei solchen Aufregungen. Vielleicht lassen Sie mich 2, 3 Sätze sagen. Natürlich ist das ein sauknappes Ergebnis. Und natürlich würde man sich... Honeckische Werte wünschen, aber es zeigt halt einfach, es ist die AfD. Und meine Zielsetzung ist, ich habe immer gesagt, selbst wenn ich nur 1 Stimme über den 50% habe, ich möchte anschließend mich trotzdem bedanken und allen anderen, die mich auch nicht gewählt haben, versichern, wir müssen versuchen, wieder zusammenzukommen und gemeinsam dann das erreichen, was wir für dieses Land erreichen müssen. Dankeschön, meine Damen und Herren. Dankeschön. Vielen Dank.